Halt, stopp, was machen Sie da? Holländische Böller. Das ist dies Jahr verboten! Das ist dies Jahr verboten! Scheininhaber, Scheininhaber! Haben Sie angezeigt? Na sicher, na sicher! Ich zeig Sie gleich an, ich hol die Polizei! Da dü, da da, da dü, da da! Alles F2 natürlich. Also die Schnipse räume ich nicht weg. Dann wissen wir, warum die Holländer kein Feuerwerk machen dürfen bei dem Dreck. So Freunde, jetzt kommt die 12er oder 11er Kette von den Vögeln. Tricktrack Nummer 1. Gucken, ob er weghüpft. Oder die Platte überlebt, mal sehen. Alter. Oh, da war ich ein bisschen zu nah dran, aber die Dinger sind heftig. So Freunde, wir machen jetzt die 120 dB Dumbum-Variante. Wie gesagt, 1 Gramm pro Dumbum. Das ist aber mehr wie 120 dB. So, der letzte für euch. So, wir fangen, wie gesagt, mit den Pyro-Crackern an. Puff. Puff. Mit dem Titanschlag Blau. Das war schon ein bisschen lauter. So, wir machen weiter mit der größeren Böller-Kategorie, D-Böller. Ist in F2 noch, das müsste eigentlich noch die Charge von 2016 sein. Also doch schon etwas älter von Funke. Dafür, dass es noch F2 ist, ich würde mal sagen, die haben die 120 dB. Ja. So, dann kommen wir jetzt noch zum Tausendfüßler oder Centipede von Bröckhoff. So, 1,5 Gramm. Verarbeitungstechnisch finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Oh. Schnipseln jetzt nicht ganz so doll wie die B von Funke, aber dafür ist der Knall in Ordnung. Ja, der war eher nicht so. So, wir machen weiter mit der altbekannten bewährten Knallkette. Kleine Böllerkette für euch. Wir haben hier die 18er Knallketten, 4D Böller und eine Funkebiene. Da heute sehr windig ist, schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Wollte ich mal sagen, let's go.
Nein, die Biene ist falsch rum. So. Die ist nicht mal angegangen, die Biene. Dann können die Herren so rum. Ist ja unfair. So. Das macht die Biene für euch. Boah, ziemlich tief. So, Freunde, wir testen jetzt wie versprochen die B-Böller von Katan. Die Oldschool B-Böller 1,5 Gramm. Naja, vom Knall her 1,5 Gramm. Aber schnipseln tun sie jetzt nicht. Oh, der ist aus. Kommt schon wieder ein Auto. Der war ein bisschen besser. Der ist auch wieder aus. Das ist halt dieses Problem mit diesen alten Schwarzpulverlunden. Wenn man die halt zu grob anfasst oder schmeißt, gehen sie halt aus. Aber normalerweise sollte man ja auch Böller hinlegen. Oh, der war gut. War eine richtige Sektflasche. Da kam der Korken. So, wir machen die Elgato Masklet Faller weiter. Wie gesagt, 3,15 Gramm. Ja. Knalltechnisch würde ich jetzt aber D-Böller sagen. Okay, der war besser wie ein D-Böller. Also ich weiß nicht. Und der letzte noch. So, Freunde, es ist ein bisschen windig, aber wir testen jetzt hier noch die drei verschiedenen P1-Böller. Wir fangen an mit den Funkes 3S oder Scream 3S, danach Funkenschlag 3 und zum Schluss den Tueno Blue. Und dann fangen wir jetzt an mit den Scream 3 Small. Explodiert. Okay, der Pfeifsatz war nicht mehr so gut. Wir machen weiter mit den Funkenschlag 3, aber so vom Knall her waren sie trotzdem sehr gut. Das waren übrigens auch die mit dieser extrem langen Lunte. Ja, also da ist ordentlich Platz. Der letzte war sehr gut. Und zum Schluss die Tueno Blue TB5 mit 7 Gramm. Ja, da hört man schon, die sind halt noch mal eine Klasse höher. Also was so der Schallpegel anbelangt. Jetzt habe ich ein Piepen im Ohr und für euch nun der letzte. So, Freunde, wir testen jetzt die Dumbum F2 Reibkopfknaller. Die sind in P1 zugelassen. Ja, sind halt mit einem kleinen Plastefropfen, muss man mal sagen.
Und dann würde ich sagen, zünden wir mal ein paar weg. Ein bisschen. So, also für die Größe sehr gut. Ich muss sagen, da das Paket doch so 2-3 Euro kostet, eigentlich ganz okay. Der letzte für euch. So, Freunde, wir machen jetzt die Blitzrumpf 5000. Das gab mehr Dreck als erwartet. Aber für den Preis, herzlichen Glückwunsch. So, haben wir hier die Toreno, nee, die Supergato von Elgato. 1,7 Gramm. Also für 1,7 Gramm, super. Aviator 300. Gute alte Dumbo und P1-Böller. Ja, ja. Mein armes Mikro. Alter Falter. 120 Stück Respekt. Wer von euch Pappnasen hat den jetzt gezündet? Immer der Teil grinst. Kannst du nicht mal Bescheid sagen? Bescheid. Bin ich jetzt pink? Was haben Sie da? Ranzis, Ranzis. Die sind ja ranzig. Ja. Sind das die Lassie Shocks? Nee. Beko. Noch ranziger, geht's gar nicht. Richtig, Tonis. Süß. Muss das alles auf der Straße sein? Also wirklich, schämt ihr euch nicht? So, wie versprochen kommen jetzt noch die Pyro Centauri Thunder Cracker mit 2,5 Gramm. Nur halt der Knall ist schwarz. Aber ziemlich laut, der Schwarzpulver. Aua! Wo kann man das mal erleben?
So. Wir kommen um Katan Geberer, den hört gerade mal gefunden. Oh, der war diesmal gut. Da war doch scheiße. So, wir machen weiter mit dem AP-Feuerwerk im Pyro Centauri Thundercracker. Wie gesagt, also ich finde sie jetzt nicht mal so schlecht. Also die könnte man sich echt mal zulegen. Vor allem der Vorbrenner ist ziemlich laut, ziemlich hell, nicht laut. Ich weiß mal nicht, ob man mich hört. Ich habe ein neues Mikro. Also falls der Ton dies Jahr anders ist, ja, geht es jetzt hin. So, wir machen hier weiter mit den Black Cobrax 15. Ja, sind halt normale, stinknormale Superfeller, denke ich jetzt mal. So, wir machen hier dann gleich weiter mit den Big Crackern. Ja, sieht man den jetzt? Ja. Oh, der war besser. Ah, der war jetzt lauter bzw. heller wie der Black Cobrax 15, falls euch das was sagt. Dann würde ich dann doch lieber zu den Teilen greifen. Die sehen auch ein bisschen besser aus. Und Schlussknall für euch. Was haben Sie da? Pyro-Web-Teufelschlag. Pyro-Web-Teufelschlag, okay. Scheiß Markenwerbung. Praktika, 10% auf alles. Auch auf Fusselrollen. Oh ja. Ganz gut. Kalaschnikow 60. Nicht mal einmal, nicht mal zweimal, sondern gleich. 20 Mal. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung. Im Grunde genommen sind das jetzt 1200. Boah. Mein Trommelfell. 1200 Millimeter. Das hat gescherbelt. Alter, mein Trommelfell. Schon wohl so ein Vogel. Was willst du hier? Was hast du da? Knallware, Knallware. Ach Quatsch nicht, zünd an. Hau ab. Immer diese scheiß Knallware hier aus Holland. Ach, steht da drin. Ah, du stehst zu nah. Ich denke, das F2. Ja, ich würde mal sagen, da hat die Kette zerlegt, weil das war zu laut. Typisch Holland. Die Crazy Bang von Holland, P1. Ja, Pyroposion macht gleich ein Video für sich. Also könnt ihr bei ihm auch schon mal vorbeischauen und wir filmen einfach mal. Jo, P1 hat richtig gesehen. So, ich stelle mich mal woanders hin. Alles gut. Jetzt hört ihr die Crazy Bang aus dem guten alten Niederlande. Hinter den Kulissen. Ein freilaufender Pyroposion in eigener Aufnahme. Oh, ich hasse Holländer. Hier sehen wir die Aggression von Pyroposion. Alles in Plastik verpackt und einzeln, das mag er nicht. Oh mein Gott. Welcher Pyro mag das schon? Das ist doch mehr Müll als alles andere. Nein, er hört mich gar nicht. Oh, die sind ja gut. Für P1 sag ich mal, sind die Bombe. Ah, Bombe sagt man nicht, hat Mutti gesagt. Das ist der Hammer. Hammer ist Gau. Na und? Au!
kleben aneinander. Wisst ihr, was wir daraus machen? Ja, ich muss sagen, ich finde sie nicht. Ja, gleichzeitig explodiert. Ja, macht ja Sinn. Ich mach, ja. Das kratzt am Auto und müsst aufpassen. Scheiß Kipps. Dinge passieren. Ja, ja. Hast du Versicherung? Das wird nicht so, das ist geboren an der Kiste. Trick, track. Rums. Schön dumpf. Funke Luftheule. Oh. Und noch ein. Da hinten ist er. So, wir machen weiter. Wir haben hier die Silberpiraten. So, wollen wir sagen, zünden wir jetzt auch noch ein paar von den Dingern. Ja. Doch ganz gut, dafür, dass sie nicht mal ein Gramm haben. Ey, sogar keine Verpuffer dabei. Doch, jetzt. Das ist die Lava hier im Hintergrund, das ist wirklich. Ja. Nein, vielleicht, mal gucken. So, den machen wir noch. Also das waren auf jeden Fall die Silberpiraten. Ja, Freunde. Also ich habe hier noch eine einzelne Volador de Toreno von El Gato. Oh, schauen wir mal. Oh ja, also ziemlich hoch, ziemlich dumpf und für F2 richtig top. Ne? Ja, ist auch bei Röder. Sind von so 50 Meter hat ein Messer dabei. Du kannst ja das nicht runterknüppeln? Nee, das ist zu straff. Also Feuer will ich nicht benutzen. Also. So runde Menschen, nicht hier. Nee. Noch nicht, also ich würde es versuchen. Brennt ein paar Minuten. Minuten nicht, Sekunden. So ein Feuerball, Alter. Junge! So, wie versprochen, sind wir jetzt draußen und zünden euch die Black Bulls. Stinkt nochmal wie jeder andere, finde ich. Ist jetzt überhaupt keinen Unterschied zu merken zu anderen Sorten. Was ich aber dazu sagen muss, die schnipseln ein bisschen und die platzen nicht nur auf, also da ist alles weg eigentlich, außer der Pfropfen. Ziehen wir mal ein bisschen höher noch, so. Und der letzte für euch. Tricktrack Nummer 2. Sehr gut, die Teile. Ja. So, ein bisschen Wind haben wir jetzt. Ausnahmsweise mal, keine Ahnung, wo der herkommt. David hat noch Mini-Bomb mitgebracht. Ich sage immer Bump und Mini-Dum-Bomb. Rote Bomb. Ganz gut. Wir filmen außerdem ohne externes Mikro. Also, ja. Die Größe okay. Einen haben wir noch. Und jetzt noch fünfmal die
Ein Mini-Dumbum. Ja. Ja. Aber schön verpufft. Schöner seitlicher Verpuffer. Wir machen weiter mit dem dritten. Mit dem zweiten. Ja, der war schon ein bisschen besser. Und der dritte und letzte von Weco. Aua. So. Der war, finde ich, am besten. Der hat mir ein bisschen was ins Ohr gespritzt, wollte ich sagen. So, Freunde, wie versprochen, jetzt der Test der Beast von The Beast. Andersrum, der Test von The Beast, von Pyro Factory. Sehr niedlich. Also, die Dinger kann ich euch nicht empfehlen. Stinknormale Böller sind das. Das wäre gut. Das ist noch The King. Ja, da hört doch mal den Unterschied. Also die Beast auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Daumen nach unten. Freunde, wir testen jetzt dieses Retro Collection 1960er Set von Fire Event, beziehungsweise Nico Fire Event. Enthalten sind 4x A-Böller und 2x D-Böller. Schauen wir gleich mal rein. Preislich kostet das Set 11 Euro. Sagen wir mal 9 bis 12 Euro, je nachdem, wo ihr kauft. So ist die Sortierung angeordnet. Und ich würde sagen, wir zünden 2 Päckchen A-Böller und 1 Päckchen D-Böller. Oh. Das sind A-Böller von Fire Event, Mensch, die hauen ja rin. Alter. Das sind A-Böller. So, also die A-Böller von Fire Event. Jetzt machen wir noch ein Päckchen, 6 Stück. Schnell hintereinander weg. Aua. Also die sind heftig. Für A-Böller. So, und jetzt kommt auf jeden Fall noch die D-Böller von Fire Event. Schauen wir uns mal an. Verarbeitung dieses Jahr auch wieder sehr gut. So, sehen sie aus. Aber wie gesagt, die Verarbeitung ist dieses Jahr wohl sehr schön. Sind auf jeden Fall härter als letztes Jahr. Die Lunden sehen auch gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir einen einzeln und die anderen drei hinterher. Den habe ich ausgeschmissen, okay. Ah, der brennt. Und da schnipselt's. Sind auch super laut. Und zum Vergleich noch 2 Funke hinterher. Erst B, dann D. Funke B als Vergleich noch. Der ist ausgegangen. Der ist leider aus. Wartet mal, ich hole ihn mal Wohlauf, vielleicht kann ich ihn noch mal sehen. Ja, ich hab noch welche. So, also der B von Funke jetzt. Nochmal ein B von Funke. Ich finde, die nehmen sich nicht viel, wa? Nee, ich fand die Fire Event sogar fast einen Tick besser. Noch ein B und danach kommt gleich ein D. Jetzt kommt der D von Funke. Oh, okay.
Und jetzt kommt noch mal ein D von Funke. Aber P1. P1-Variante. Ja, natürlich deutlich besser. Jetzt kommt noch mal ein D-Böller von Fire Event zum Vergleich. Ich hätte noch einen Superböller 2 von Funke. Ausnahmsweise noch ein Superböller 2 von Funke. Naja, muss man nicht unbedingt kaufen. Nee, dann lieber die D. Nee, das ist so viel. Superböller 2 immer noch. Ui, nein, der war gut. Die auch ganz schön drücken, ne? Ja, die machen Dreck hier, sieht aus schon wieder. Von 2-3 Packen. Du sollst mich nicht abschießen. Alter, ich hoffe, das hat man auf der Kamera gesehen. Ey. Ja, was ist denn hier los? Kommen ja immer mehr. Ha, der erste Funke, der verpufft ist. So, jetzt mache ich auch mal meine Abmoderation. Mal rein, gell? Noch ein B-Böller. Den D jetzt auch noch. So, noch ein D zum Abschluss. Da hinten. So, Happy Birthday to you. Hab einen Kuchen for you. Zünd ich an jetzt. Geh mal ran da. Hoffe ich zünd alles. Juhu. Ja, ich wollte mal sagen, ich habe schon mal gestreut, falls glatt wird, wa? So Freunde, heute im Test die Exploder 4, wie versprochen. P1-Böller mit 4,5 Gramm. So. Alter. 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 Die Teile sind unnormal laut. So Freunde, wir testen jetzt die Explode Torino Nummer 4 oder Torino. Sind die französischen, wie schon vorgestellt. Packung sieht so aus. Sind immer ein 5er Blister, Plastik. Achtung laut. Boah, die sind scheiße laut, ey. So, ich komme hier klar hier. Mal weiter wegschmeißen. Haben wir so noch ein Bild? Naja. Oh. F3 natürlich, ne? Ah, ich muss hier auch mal klarkommen. So. Oh, das zieht mich nach. Achtung. So, noch ein. Weißt du, schöne. Also die sind ziemlich leicht, also schmeißen kann man die nicht unbedingt. Hammer. Hebst du davon mal auf? Von denen hier? Wenn du das dann alle verzünden möchtest, würde ich gerne ein paar nehmen. Ja, kann ich machen. Ja, noch zwei zum Abschluss. Also die sind echt extrem laut, muss man sagen. Freunde, also diese Torino Nummer 4 von X-Boys, wenn er sie bekommt, nimmt sie mit.
reicht erstmal. Wollen wir schon aufräumen.